Was geschieht gerade mit Deutschland? Was geschieht mit uns? Wo geht die Reise hin? Wir befinden uns in der Zeit des Wandels, das wissen wir alle. Die große Transformation findet gerade statt. Doch wie wird es weitergehen? Wie lange dauert das alles noch? Und was kommt vielleicht noch auf uns zu? Diese Fragen sind sehr wichtig, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, und ich werde sie euch jetzt gleich anhand des indischen Horoskopes für Deutschland beantworten. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses wunderschöne Buch geschrieben, Kosmisches Wissen von den Plejaden. Und wer sich dafür interessiert, der Link ist unter dem Video. Ja, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu der großen Frage, was geschieht gerade mit Deutschland, was geschieht mit uns, was ist denn los? Viele Menschen haben Existenzängste, viele Menschen sind total verunsichert und da ist ein Blick in die Zukunft schon mal sehr wichtig. Und genau das habe ich getan. Ihr müsst entschuldigen, ich habe so ein bisschen Halskratzen. Und deswegen ist vielleicht meine Stimme nicht ganz so schön wie sonst, ihr Lieben. Die aktuelle Lage, wir wissen alle, das ist die Wandlungsphase, das heißt die Zeit des Übergangs in eine neue, schöne Welt. Das ist das, was uns immer wieder Kraft gibt und auch hält. Jetzt sind wir aber im Moment aktuell gefangen in dieser Übergangsphase, die ja schon, sag ich mal, sehr heftig ist, viel heftiger, als wir uns dies vielleicht vorgestellt hatten. Wir haben uns diese Phase immer gewünscht, weil wir ja auch den Wunsch haben, dass die Erde aufsteigen kann, dass wir mit unseren Bewusstseinserhöhungen alle weiterkommen und dass viele Menschen aufwachen werden. Und jetzt sind wir aber mittendrin in dieser Phase und sie ist ehrlich gesagt schrecklich. Sie ist echt schrecklich. Und gerade deswegen habe ich auch gedacht, wir schauen uns mal das Horoskop an, und zwar das indische Horoskop, weil das ja durch die genauere Berechnung der Planeten einfach einen besseren Überblick uns gibt. Und ich habe auch für das Horoskop jetzt mal den 1.1. von 1878 genommen, wo die Bundesverfassung in Kraft trat. Das ist so das gängigste Datum, was man eigentlich nimmt, um das Horoskop zu betrachten. So, und jetzt schalte ich es euch auch mal ein, dass ihr es sehen könnt. So, da bin ich wieder. Also ihr seht oben, wo MO steht, das ist der Mond, die Stellung des Mondes. Und die ist im Indischen, in der Astrologie, ist der Mond sehr wichtig. Der hatte eine sehr tragende Rolle, was wir im westlichen Horoskop nicht haben. Und deswegen schauen wir uns aber jetzt auch gleich mal den Mond an. Der Mond steht hier im achten Haus. Das heißt, das achte Haus, das werdet ihr vielleicht kennen, er ist in starker Bedrängnis. Normalerweise steht der Mond in seiner Energie für das Volk. Ja, zum Wohle des Volkes, der uns also Wohlstand und Wunscherfüllung und Verbesserung bringt. Bringen kann, bringen soll eigentlich. Jetzt steht er aber im achten Haus und ich denke, einige von euch werden wissen, dass das achte Haus eigentlich das schwierigste, fast das schwierigste Haus von den ganzen Häusern ist. Das heißt, der Mond ist in großer Bedrängnis und wir sind ausgesetzt, Krisen ausgesetzt, Dramen ausgesetzt, Transformationen ausgesetzt. Wir sind in einer Auflösungsphase und das könnt ihr mir alle bestätigen. Das, was gerade geschieht, ist die Wandlung aller Dinge, die uns Sicherheit gegeben haben, die wir kannten und die ganze Zeit funktioniert haben, das ist auf einmal nicht mehr so. Und wie letztendlich das sich darstellt, wird man noch in der Zeit sehen. Auf jeden Fall sind gewisse Dinge einfach dabei, sich aufzulösen. Durch dieses achte Haus. Und der Mond
sieht sich Machtübernahmen und Einflüssen gegenübergestellt, die er irgendwie bewältigen muss, denn er will uns ja eigentlich den Wohlstand und ein schönes Leben bringen. Das kann er im Moment nicht und er ist seit 2017 in dieser Phase drin und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, ihr Lieben. Das heißt also, diese Wandlungsphase wird jetzt nicht morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr zu Ende sein, sondern wir sind mittendrin. Wir sind also da richtig involviert und wir können es auch nicht ändern. Wir müssen einfach jetzt mal durch diese Zeit hindurchgehen. Was wichtig ist für uns, dass wir dabei in der Mitte bleiben, dass wir immer wieder uns daran erinnern, dass wir genau für diesen Zeitpunkt hergekommen sind. Ich schalte mal wieder um, ihr Lieben, dass ihr mich mal besser seht. Wichtig ist zu wissen, wir sind jetzt hierher gekommen, um genau dies zu erleben. Und alle, die jetzt inkarniert sind, haben auch die Kraft dazu. Wir haben die Kraft und das Licht, durch diese Zeit hindurchzukommen, gut hindurchzukommen. Und die Lichtarbeiter, die schon ihr Bewusstsein erhöht haben, sind jetzt dafür da, den anderen Menschen zu helfen, die das noch nicht so gut geschafft haben. Und es ist auch gut, dass wir noch mittendrin sind in dieser Zeit, weil ja die restliche Zeit, wo wir noch in dieser Phase sein werden, dafür da ist, dass andere Lichtarbeiter erwachen können. Deswegen ist es so und deswegen dauert es auch noch ein paar Jahre. Aber es ist nicht schlimm. Ihr dürft jetzt nicht in die Panik verfallen, sondern ihr dürft einfach sagen, ja genau, denn sonst könnten ja die anderen nicht erwachen. Und wir brauchen einfach auch die Kraft und die Unterstützung von allen, damit wir dann gemeinsam in diese neue Zeit hineingehen können. Denn sie ist ja da. Und nach dem Mond, wenn der Mond nicht mehr ausgelöst ist, kommt ja die Venus. Und die Venus bringt uns eine ganz andere Energie, die bringt uns so richtig stabile Fundamente und die Güte von Deutschland wird steigen. Das ist das, was wir zusteuern und das ist genau das, was nach der Wandlungsphase kommt. Wenn wir das im Auge behalten, dann ist es ganz klar, dass diese Zeit, so wie sie jetzt ist, einen Sinn hat. Und wenn wir kraftvoll durch diese Zeit hindurchgehen mit Vertrauen in unser Licht, ist alles halb so schlimm. Und es ist wirklich wichtig, dass wir auch in unseren Gedanken immer im positiven Quantenfeld uns aufhalten. Das ist das Wichtigste von allem, denn im positiven Quantenfeld bekommen wir die Kraft und die Stärke, alles leichter zum Guten zu wenden. Die Beeinflussung für das Kollektiv von den Medien, von der Politik ist sehr negativ, angstmachend. Und das ist das negative Quantenfeld. Und dieses negative Quantenfeld ist natürlich auch da. Und je mehr Menschen aber in diesem negativen Quantenfeld gefangen sind, umso länger wird der Prozess dauern im Übergang. Deswegen kann man eine genaue Jahreszahl nicht sagen. Also es liegt letztendlich alles in unserer Hand, wie wir das gestalten, so wird es sein. Und je mehr Menschen in das positive Quantenfeld hinüberrücken, umso schneller wird es gehen, dass wir aus diesen Krisenstimmungen herauskommen und sich alles zum Guten wenden wird. Der Mond ist dafür da, uns Wohlstand zu bringen, uns ein schönes Leben zu bringen. Dafür ist er da und er braucht die positive Quantenenergie von uns. Ihr könnt lernen, wie das geht. Wir haben ein Webinar zum Quantentherapeuten. Und wenn dich das interessiert, dann schau gleich auf den Link unter dem Video und melde dich an. Denn mit der Quantenenergie, die ja die reinste Liebe ist, die verbunden ist mit dem All-Einen, das ist genau die Stärke.
Und wenn wir uns damit verbinden, eins sind, dann haben wir die Kraft, wirklich alles zum Schönen und zum Besten schneller zu wenden. Es wird auf jeden Fall zum Schönen und zum Besten kommen. Und kommt darauf an, wie lange es eben dauert. Und je mehr Menschen in das positive Quantenfeld gehen, umso schneller werden wir in der positiven Zeit wieder landen. Also letztendlich heißt es doch, ihr Lieben, habt Mut, seid stark, geht dadurch mit dem Sinn, mit dem Blick auf das, was kommt, auf dieses Wunderschöne, das für uns alle da ist. Und dann wird sich auch eine ganz große positive Welle der Liebe über die Erde verbreiten können. Deutschland spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Aufwachungsprozess oder Erwachensprozess, besser gesagt. Und deswegen ist es auch sehr extrem in Deutschland gerade, diese Krise. Ja, deswegen spielen viele Leute verrückt mit ihren Entscheidungen. Alles, was in Deutschland geschieht, wie schnell wir uns in das positive Quantenfeld begeben, ist ausschlaggebend letztendlich für den ganzen Aufstieg der Erde. Deswegen seid ihr alle ganz wichtig. Also ich würde es noch ein bisschen weiter ausdehnen. Die deutschsprachigen Länder, denn Österreich und Schweiz, ihr gehört da auch genauso dazu. Und alles, was hier geschieht mit uns, wenn wir in der positiven Richtung bleiben und die ausdehnen, dass ganz viele Menschen dabei sind oder letztendlich alle, dann haben wir es geschafft. Und auf diesem Weg sind wir. Und schön, dass du da bist, dass du da dabei bist. Und wir werden jetzt auch gleich eine wichtige Meditation zusammen machen, wo wir zusammen in diese positive Energie gehen und unsere Erde erschaffen, wie sie sein soll, nachdem die Krise überstanden ist. Und da freue ich mich schon so richtig drauf. Ich habe hier mein Lieblings-Aura-Spray mal hergelegt von den sieben Schwestern. Das ist so schön. Ich schicke euch auch ein bisschen Energie rüber. Und ich zeige es euch nochmal. Die Aquayana ist da drauf. Geliebte Menschen, Kinder, geliebte Menschen dieser wundervollen Erde, geliebte Wesen des Lichtes, die ihr seid, voller Freude begrüße ich euch heute mit dem Segen von Smarana, mit dem Licht von Smarana. Das, was gerade passiert, gehört zu einem Prozess. Und dieser Prozess ist wichtig für alle Menschen und besonders für die Menschen, die sich auf dem Weg in das Erwachen befinden. Und das ist so ungefähr ein jeder von uns. Und um dieses Licht, was ein jeder von uns trägt, zu verstärken und noch heller leuchten zu lassen, bitte ich euch alle jetzt einen tiefen Atemzug des Lichtes von Smarana zu nehmen. Smarana bedeutet Gottes Nähe fühlen. Und so fühle nun beim Atmen diese Energie. Fühle diese Energie und spüre, wie sie dich hält, wie sie dich aufbaut und trägt. Denn die Liebe des All-Einen ist bei uns. Und so weiß deine Seele ganz genau, wie dein Weg aussieht, den du gehen wirst. Dein Weg der Liebe. Dein Weg in das neue, schöne Zeitalter. Und auch wenn dieser Weg manchmal schwer ist, dann denke immer daran, dass Gottes Liebe bei dir ist
Und so atme nun Gottes Liebe in dich ein. Atme diese Liebe ganz tief in dein Herz und in deinen Bauch hinein. Und fühle deine Verbundenheit zu dem All-Einen, deine Verbundenheit zu allem, was ist, und sieh das große Ziel vor dir, das große Ziel der Bewusstwerdung für eine neue Welt, voller Frieden, voller Glückseligkeit und Kraft. Da, wo die Fülle bei jedem Menschen zu Hause ist, wo alles in Hülle und Fülle da ist und wo wir uns auf Gedankenebene verstehen, wo es keine Lügen gibt und wo die Liebe selbstverständlich ist. So lass nun deine inneren Bilder erscheinen von dieser wundervollen, schönen Welt, wo du ein Teil davon bist. Und in diesem Moment, wo deine Bilder erscheinen, hörst du die Töne des Universums, die Töne der vollkommenen Liebe, wie sie bei dir ist und wie sie zu dir sagt: Du bist ein Teil dieser Liebe. Wir sind alle eins. Und so breite nun deine Flügel aus und lass dich tragen durch Raum und Zeit in das Quantenfeld der Liebe, dorthin, wo du sein kannst, wie du bist, wo du angenommen wirst, wie du bist, wo du dich wohlfühlst und alles in Hülle und Fülle vorhanden ist. Lass dich dorthin tragen und sei dir deiner Engel bewusst, deiner lichten Wesen, deiner Sternenfamilie, die jetzt bei dir ist, welche dich führen und tragen, welche mit dir lachen, eins mit dir sind und du so ein Gefühl dafür bekommst, wie es sein wird, wenn wir diesen großen Bewusstseinssprung gemacht haben und du jetzt auch ein Gefühl der Stärke bekommst und der Kraft, diesen Weg weiterzugehen, den du begonnen hast, diesen Weg kraftvoll, lichtvoll und voller Liebe weiterzugehen, denn du weißt, wo er dich hinführt, dieser Weg. Und so bist du gekräftigt und gestärkt, voller Zuversicht und Vertrauen. Wenn dich nun deine Engel wieder langsam zurückbringen in dein Hier und Jetzt, in deine Räume. Aber das, was du mitbringst, das bleibt bei dir. Dieser Blick in die neue Welt, dieser Blick in das höhere Bewusstsein, den du machen durftest. Und dieser Blick, der macht dich stark, stark weiterzugehen. Und so danke ich jedem Einzelnen, der heute hier dabei war. Und verabschiede mich mit Smarana von dir. Und du kommst
langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück, bewegst Hände und Füße und bist dann auch wieder ganz da. Voller Kraft, voller Liebe und Licht fühle ich mich und das wünsche ich mir für dich. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video.